For starters, what should I call you? Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks, like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Hmm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Interessant. Interessant. Interessantes Video. Sehr kurz. Schade, dass wir da nicht ein bisschen mehr noch über Chloe erfahren. Aber sie, das wussten wir, ist der erste Android, der diesen Turing-Test bestanden hat. Also der Test, wo quasi geprüft wird, ob der Android lebensecht genug ist und die Aufgaben erfüllt, die er halt erfüllen soll. Und ja, sie beschreibt jetzt hier selber, dass der Unterschied ist, dass sie keine Seele hat, aber noch, ne? Wir haben ja gesehen vor dem Trailer, dass dies die Ereignisse sind vor Detroit. Also bevor das Spiel stattfindet. Inzwischen sieht das Ganze anders aus, denn unsere persönliche Chloe, ich glaube, sie hatte sie einen Namen, ich weiß es nicht mehr genau, die ist nicht mehr im Hauptbildschirm, die ist nicht aufgetaucht, als ich es jetzt heute angemacht habe. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwann wiederkommt, vielleicht in ein, zwei Wochen, wenn wir das Spiel nochmal anwerfen, oder ob die jetzt wirklich für immer gegangen ist und ihr eigenes Ding macht. Kann ja sein, dass sie irgendwann wieder sagt, hey, ich bin jetzt selbstständig hier, weil es meine eigene Wahl ist, jetzt hier zu sein bei dir im Hauptmenü und mich mit dir zu unterhalten, und ich gehe auch wieder, wenn ich will. Kann ja sein. Headshot.